in diesem Video, das in Full HD Qualität mit 50 Bildern pro Sekunde aufgenommen wurde, zeige ich die Vorteile dieser Videotechnik bei so schnellen Sportarten wie Volleyball. Alle diese Szenen, die ich jetzt hier in Zeitlupe zeigen werde, sind in chronologischer Reihenfolge aufgetreten beim ersten Satz des Finalspiels der BR Volleys Berlin gegen Friedrichshafen am 2. Mai in der Max-Schmeling-Halle. Insofern zeigen sie auch, was dort alles so passiert ist, zumindest die positiven Seiten und gelegentlich auch mal die Fehler, die halt so gemacht werden bei einem Volleyballspiel. Friedrichshafen zeigt hier vorbildlich einen gelegten Ball vor einem Dreierblock. Hier die Zeitlupenstudie einer Sprungaufgabe, wie sie bei diesem Spielniveau heutzutage nahezu fast unerlässlich ist, dass man das beherrschen muss. Man muss unheimlich viel Druck mit dem ersten Ball ausüben, weil bei einer sauberen Abnahme natürlich der Angriff von der anderen Seite zu stark werden kann. Hier wird der Ball überraschend vom Steller, der zweite Ball, gelegt. Das wurde leider vom Schiedsrichter abgepfiffen, weil er den Ball zu lange in der Hand geführt hat. Jetzt ein Kreuz. Zwei Spieler greifen nacheinander dicht nebeneinander an. Einer aus der vorderen Hälfte und einer aus dem Rückraum. Ein schöner Angriff am Außenblock vorbei. Die schnelle Nummer 6 rettet diesen Ball. Hervorragend. Ein großes Missverständnis. Der gestellte Ball passt nicht zum Anlaufweg des Angreifers. Nach der guten Abnahme machen sich drei Angreifer bereit. Und trotzdem steht ein Doppelblock da, in den blind hineingeschlagen wird. Na bitte, er kann ja auch den Block außen anschlagen. Das klappte später nicht ganz so gut. Hier sieht man das Drücken des Balls von beiden Seiten und die Selbstsicherung hinterher. Und vorbei am Doppelblock.
hier ein Schnellangriff mittels Schuss, um die Blöcke zu isolieren und nur einen Einzelblock vor sich zu haben. Erfolgreich. Eine zaghaft aussehende Sprungangabe. Aber wenn man sie beherrscht, kann man auch damit ein Ass machen. Jetzt hilft der siebte Mann. Attacke! Über den Wolken. Ein erfolgreicher Dreierblock. So wurde der erste Satz mit 22 zu 25 verloren. Der VfB Friedrichshafen lehnt diese Match mit 1 zu 0 in Führung. Bei Ruth 25 zu 22, der VfB Friedrichshafen lehnt diese Match mit 1 zu 0 in Führung. Liebe Volleyballfreunde, die WM.